Schönen guten Nachmittag. Wir haben vor den Ferien in DP über Interprozesskommunikation gesprochen und haben gesagt, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Gell? Da gibt es also so Dinge, wie, die eigentlich implizit sind, wie der Austausch über Variablen, wenn man von einem Elternprozess zu einem Kindprozess etwas kommunizieren möchte. Gell? Oder es gibt Konzepte, mit denen man einzelne Dinge einfach zeigen kann, gell? Wie zum Beispiel die mit den Signalen, gell? Oder es gibt auch Dinge, die extern sind, wie der Dateien, gell? Also Dateien können wir speichern, sie bleiben erhalten, sind feine Sachen, gell? Aber naja, nicht immer ist also eine Datei ideal, um eine Kommunikation zu machen. Und da gibt es dann Konzepte, mit denen man Kommunikation ganz explizit durchführen kann. Gell? Und ein solches Konzept ist die Pipe. Gell? Also mit der Pipe, gell? Also die Pipe, eine Röhre. Gell? Also ja, was kann man mit der Pipe machen? Also in der Pipe kann man Dinge hineinschreiben und wieder herauslesen. Gell? Also, und zwar hat die Pipe zwei Enden. Gell? Also man hat ein Teil, dort kann man etwas hineinschreiben und auf der anderen Seite kann man es herauslesen. Gell? Also das ist die Pipe, gell? Also zwei Enden hat die Pipe. Und da kann man dann unidirektional arbeiten. Also man kann nur in einer Richtung kommunizieren, nicht in der anderen. Gell? Also das ist dann eine Eigenschaft der Pipe. Gell? Und ja, wenn wir da mal schauen, es gibt hier einen schönen Artikel, gell, wieder mal auf Wikipedia, gell, und da steht schon, gell, die Pipe, die ist schon bald 50 Jahre alt als Konzept. Und ja, und sie gibt, ist damals unter Unix entstanden. Und es gibt sie nicht nur unter Unix oder Unix-ähnlichen Systemen, sondern auch zum Beispiel bei Microsoft. Gell, also auch die Microsoft hat dieses Konzept implementiert. Und ja, wie funktioniert denn dieses Konzept? Gell? Also wir haben die Pipe eigentlich in der Benutzung des Betriebssystems in der Arbeit in der Shell schon gesehen. Gell? Und zwar gibt es doch die Pipe als Instrument, um die Ausgabe eines Prozesses zur Eingabe des nächsten dann zu machen. Und ja, das ist jetzt eine spezielle Anwendung mit der interaktiven Arbeit da oder Shell. Das Interessante für uns jetzt in der Systemprogrammierung ist, dass wir eine Pipe programmieren können. Wir können also eine Pipe selbst erzeugen und können sie dann ganz frei benutzen. Nicht nur für dieses Konzept, das wir in der Shell kennengelernt haben, sondern auch ganz, ganz frei, und dann können wir damit ja, übertragen, was wir wollen. Gell? Aber in eine Richtung. Gell? Also in der Shell, gell? Da geht es auch vom ersten Aufruf zum zweiten und nicht vom zweiten zum ersten zurück. Gell? Und so haben wir auch bei der Programmierung diese Eigenschaft. Man kann also unidirektional in eine Richtung etwas übertragen. Gell? Ja, und bevor wir beginnen, es gibt dann eigentlich zwei Konzepte der Pipe. Es gibt diese unbenannte oder auch anonyme Pipe, sagt jemand, gegenüber der benannten. Gell? Also die man dann einen, der man einen Namen gibt und die es dann im Dateisystem gibt. Und ja, auch als FIFO bezeichnet. Und ja, wir werden diese unbenannte machen, gell? Also die gibt es dann für uns im Programm, aber es gibt von ihr keine Spur im Dateisystem. Es gibt also keinen Eintrag dafür im Dateisystem. Gell? Und wenn wir da runtergehen, hier sehen wir die ganze Erklärung dazu, Varianten, gell? Und eben das ist das, was wir machen, die anonyme Pipe, gell? Und ja, da diese benannte oder named Pipe, gell? Und hier haben wir ein Beispiel. Wie funktioniert es? Wir brauchen zuerst ein paar Headers und da sehen wir schon unistd.h, gell? Das schaut sehr verdächtig nach BASICS aus, gell? Und ja, wenn wir das mal anschauen, unter den Man Pages, also Man 2 Pipe, gell? Wenn wir da hinuntergehen, dann finden wir
unten die ja, Konformitäten, gell? Also das sind Funktionen in BASIX, also nicht Teil der Programmiersprache C oder C++, sondern das sind BASIX-Funktionen. Und jetzt schauen wir mal, was passiert hier. Hier haben wir Folgendes. Wir haben ein Feld, gell, ein Integer-Feld. Und zwar haben wir zwei Elemente in diesem Integer-Feld. Und die brauchen wir, um zu unterscheiden, woher wir lesen und wohin wir schreiben. Und zwar, die Pipe, haben wir gesagt, hat zwei Enden. Also ein Ende, dort schreiben wir hinein und beim anderen gehen wir herauslesen. Ja, und deshalb braucht man hier eben dann nicht wie bei einer Datei einen File-Descriptor oder File-Pointer, sondern eben zwei solcher Teile. Und wir sehen noch etwas, da steht nicht ein Zeiger. Gell? Also bei den Dateien haben wir einen File-Pointer gehabt, hier haben wir einen Integer. Und das ist ein Konzept, mit dem wir eigentlich noch nicht gearbeitet haben. Das sind ja, sogenannte Deskriptoren. Und Deskriptoren, wir haben da zwar schon welche gesehen, aber wenn wir da mal hergehen, da gibt es dann, ja, File-Deskriptoren heißen die auch, gell? Oder das sind dann solche Handle, gell? Also Händler. Und zwar haben wir für jeden Prozess eine bestimmte Anzahl von offenen Dateien oder anderen Instrumenten, wo wir etwas hineinschreiben oder herauslesen können. Und das Betriebssystem sagt sich dann ganz einfach, ja, da mache ich mir eine Liste, und zwar für jeden Prozess. Und ja, und da beginnt also das Betriebssystem für jeden Prozess schon mal aufzuschreiben, welche Deskriptoren da alles so dazugehören. Und ja, wenn wir da schauen, jeder Prozess hat da schon mal ein paar. Und zwar den Deskriptor 0, das ist Standardeingabe. Deskriptor 1, das ist Standardausgabe. Deskriptor 2, das ist dieser Standardfehlerkanal, in dem wir Fehler oder auch andere interaktive Meldungen ausgeben. Diese drei Deskriptoren, die gibt es in Unix oder Unix-ähnlichen Betriebssystemen für jeden Prozess schon standardmäßig und sind geöffnet und man kann damit arbeiten. Gell? Wir können ein Printf machen oder wir können ein Scanf machen, ohne dass wir vorher sagen, bitte öffne mir die Tastatur. Gell? Müssen wir nicht machen. Wir müssen nicht sagen, F Open Tastatur oder Open Tastatur. Gell? Die ist schon geöffnet. Und da sind die dazugehörigen Deskriptoren, gell? Also 0, 1, 2. Die haben auch einen Namen, gell? Und das, die Namen sind daneben STD-IN, STD-OUT, STD-R, gell? Und das sind dann die sogenannten Streams. Und wenn wir mit Dateien arbeiten, mit Dateien haben wir diese File-Zeiger gesehen, diese File-Pointer, gell? Das sind dann Zeiger. Wir könnten mit Dateien auch mit Deskriptoren arbeiten. Und wenn man jetzt Dateien mit Deskriptoren öffnet, gell, dann werden wir nicht das F open nehmen, sondern das open, und wir bekommen dann eine Zahl zurück. Gell, und die werden einfach hier so weitergezählt, also 4, 5, 6, 7. Gell, also die kann man auch ausgeben. Also printf gibt den Deskriptor aus, dann sehen wir, welche Nummer wir jetzt gerade bekommen haben. Und ja, bei Dateien hat man die Wahl. Bei Dateien kann man mit Deskriptoren arbeiten oder mit Filepointern, wie wir es gemacht haben. Mit anderen Konzepten, wie zum Beispiel mit der Pipe, gell, oder mit Sockets dann zur Netzwerkkommunikation, ja, nicht. Gell. Da hat man diese Deskriptoren und da arbeitet man dann mit den Deskriptoren. Gell. Und das ist für uns ja kein Problem. Also es gibt also zwei Konzepte. Es gibt diese File Pointer, die wir gesehen haben, oder es gibt diese Deskriptoren, gell? Also einfach Zahlen von 0 startend aufwärts, gell? Das ist dann auch das Abbild im Betriebssystem, also das, was unsere Prozesse als Prozess dann so alles zur Verfügung haben, wird hier aufgeführt und als Deskriptor, gell? Es kann also auch mehrere Prozesse geben, die Deskriptoren mit der gleichen Nummer haben. Das ist auch kein Problem, weil die Deskriptoren ja
auf Prozessebene verwaltet werden, gell? Und jeder Prozess hat seine eigene Deskriptor, seine eigenen Nummern, die eben dann durchgezählt werden. Das sind die Deskriptoren. Und solche Deskriptoren, die braucht man auch für die Pipe. Und zwar gleich zwei Stück, gell? Und ja, und die gehen wir in einem solchen Integer-Feld speichern. Und ja, aus dem an der Stelle 0 werden wir lesen können, gell? Und in den an der Stelle 1 können wir schreiben. Okay? Ja, also soweit. Wir brauchen für die Pipe also zwei Deskriptoren in einem Integer-Feld, gell? Das kann man nicht frei wählen, kann man nicht zwei Variablen dafür machen, das muss ein Feld sein, gell? Warum? Weil die Funktion Pipe zur Erstellung einer Pipe das fordert, gell? Also wenn man das anschaut, wir haben das hier gerade aufgemacht, gell? Also wir sehen, aha, das ist die Schnittstelle. Wir müssen hier ein Integer-Feld mit zwei Elementen übergeben. Und ja, was bekommen wir zurück? Das ist eine ja, Referenzübergabe, gell? Wir im Sinne, dass wir also das ja, Feld nicht als Inhalt übergeben, sondern es wird eben die Referenz dann des Feldes benutzt und es werden die beiden Deskriptoren dann hineingeschrieben. Also Pipe erstellt eine solche Verbindung, gell, ein solches Rohr, gell, wo wir etwas hineinschreiben können. Gell, wo schreiben wir hinein? An der Stelle 1 und wo lesen wir heraus? An der Stelle 0. Ja, ist ein Fehler aufgetreten, gell, dann kommt hier etwas zurück und zwar ein minus 1. Ist es erfolgreich gewesen, dann kommt eine 0 zurück. Gell. Und ja, wenn wir da jetzt schauen, was wird denn hier gemacht? Hier anschließend wird ein Fork gemacht. Also, ja. Wir haben ja gesagt, das ist Interprozesskommunikation, gell? Weil hat man nur ein Pipe gemacht, gell? Dann hat man zwar eine Verbindung, gell? Und damit könnte man auch Kommunikation betreiben. Kommunikation mit sich selbst, gell? Man könnte Selbstgespräche führen, gell? Also das könnte man schon machen, gell? Wenn man da mal, ja, schauen wir mal, ob wir das, wie das da ausschauen könnte, gell? Also. Wenn wir eine Pipe erstellen, dann haben wir einen Prozess, gell? Und der Prozess, gell, der geht eine Verbindung zu sich selbst aufbauen, gell? Und da haben wir die Pipe an der Stelle 0. So schön schreibt er da nicht, gell? Also das wäre die Stelle 0. Und die Pipe an der Stelle 1. Und jetzt können wir Pipe aus der Stelle 1 in Richtung Pipe an der Stelle 0 etwas schicken. Gell? Wir können also zum einen ja, bei Pipe an der Stelle 1 etwas hineinschreiben und bei Pipe an der Stelle 0 etwa das dann herauslesen. Gell? So, aber wenn der Prozess jetzt alleine ist, dann ist es ja, Kommunikation mit sich selbst und Kommunikation mit sich selbst. Das ist dann, boah, ja, kann hilfreich sein oder auch nicht zu diesen Corona-Zeiten, gell? Aber das ist nicht das, was wir dann eigentlich wünschen, was wir dann wollen, gell? Deshalb hat man dann immer irgendwo ein Fork. Und das ist jetzt eine wichtige Eigenschaft für die Pipes. Und zwar für die annehmend oder die anonymen Pipes. Diese annehmend oder anonymen Pipes, die haben die Wurzeln immer irgendwo bei einem Elternprozess. Also irgendwo ist ein Prozess, der erstellt die Pipe und dann, ja, dann macht er Kindprozesse. Und die Kindprozesse erben dann diese Pipes. Die haben dann auch diese Deskriptoren, weil die sind ja eine Kopie vom Elternprozess. Und dann kann man arbeiten. Dann kann man ja, zwischen Elternprozess und Kindprozess kommunizieren. Das ist dann das Interessante, gell? Dann hat man also nicht eine solche Situation, gell? Weil die Situation, die ist nicht so toll. Also, ja, gehen wir da mal. Das ist dann nicht das, was wir wollen, gell? Sondern wir wollen etwas anderes, gell? Also, so.
wir wollen die Pipe zwischen zwei Prozessen benutzen. Also, wir haben da nicht eine, sondern wir haben zwei Prozesse, gell? Und wir wollen am Ende was haben? Wir wollen irgendwo Pipe an der Stelle 0 haben und auf der anderen Seite Pipe an der Stelle 1. Und die zwei, die wollen wir verbunden haben. Das also der eine Prozess zum anderen etwas schicken kann. Das ist der Wunsch. Und was müssen wir dazu machen? Ja, da müssen wir die Pipe machen. Wer muss die Pipe erstellen? Der Elternprozess. Und wenn danach, nachdem man die Pipe erstellt hat, in der Kindprozess erzeugt wird, dann haben beide die Pipes. Aber wenn beide die Pipes haben, dann haben wir beide nicht ein Pipe an der Stelle 0 und Pipe an der Stelle 1 nur für sich jeweils, was man braucht, sondern die haben ja beide Deskriptoren. Gell? Das heißt, das gibt dann auch in dem einen Prozess Pipe an der Stelle 1 und beim anderen Pipe an der Stelle 0. Gell? Und dies, ja, das gäbe es auch. Ja, dann hätte man hier ja eine Verbindung, gell, die dann auch dann in die Pipe gehen würde. Gell? Ja. Und da, ja, dann hätte man Chaos, gell? Weil dann hätte man zwei Deskriptoren zum Schreiben und zwei Deskriptoren zum Lesen. Und ja, und das wäre dann nicht so toll. Weil dann, ja, man kann reine lesen und andere schreiben oder umgekehrt, gell? Und dann hätte man halt Chaos dort drinnen, gell? Deshalb muss es sehr wohl definiert sein. Und der Prozess, der schreiben will, da muss seinen lesenden Deskriptor schließen. Gell? Also machen wir close von dem. Und der andere, der liest, der muss seinen schreibenden Deskriptor schließen. Gell? Also close von dem. Und wenn man das hat, dann haben wir am Ende, was denn? Am Ende haben wir eine Pipe zwischen den Prozessen, gell? Wo also ein Prozess etwas schreiben kann und der andere etwas lesen kann. Gell? Also unidirektional, nicht in beide Richtungen. Will man das in beide Richtungen haben, dann müsste man entweder mit anderen Instrumenten arbeiten, gell, zum Beispiel mit den Sockets, mit diesen Netzwerk-Kommunikationsinstrumenten, gell, oder aber wir könnten eine weitere Pipe dann haben, gell, also eine in die eine Richtung etwas zu senden und die andere in die andere Richtung etwas zu senden. Gell. Also das sind so die Instrumente. Und wenn wir das jetzt anschauen, gell, dann gehen wir mal in die Manpage, dort sind die Erklärungen drinnen, gell, und dann haben wir dort unten ein Beispiel. Und dieses Beispiel, das habe ich jetzt mal kopiert. Gell. Was macht das Beispiel überhaupt? Das Beispiel, das geht etwas von der Parameterliste lesen, gell, und geht es dann zum anderen Prozess übertragen und der gibt es dann aus, gell? Also ganz was Elementares, gell? Und was wird hier gemacht? Hier wird zuerst mal überprüft, kommt etwas auf der Parameterliste, gell? Also ein Argument muss kommen, gell? Sonst wird geschumpfen. So, dann wird was gemacht, dann wird die Pipe erstellt. Und hier machen sie im Gegensatz zum Beispiel da, gell, also bei dem Beispiel, da haben sie keine Überprüfung gemacht. Gell. Also hier hingegen, hier wird die Überprüfung gemacht. Gell. Wenn also das negativ ist, dann ist ein Fehler aufgetreten. Gell. Und dann wird hier eine Fehlermeldung ausgeben und Exit, tschüss. So, ist man hingegen weitergekommen, gell. Das heißt, es ist kein Fehler passiert. Dann wird ein Kindprozess erzeugt. Und ja, was machen Sie hier? Ja, es wird auf einen Fehler überprüft, ist kein Fehler passiert, dann geht man weiter. Und zwar, wenn der Exit-Code von Fork 0 ist, dann sind wir im Kindprozess. Und was macht dieser Kindprozess? Der Kindprozess geht genau das machen. Der Kindprozess geht seine schreibenden Deskriptor der Pipe schließen. Gell? Also close den schreibenden Deskriptor. Also, wenn wir da nochmal zurückschauen, also close den schreibenden Deskriptor. Das heißt also, das wäre dann der Prozess, der diesen hier schließt.
also den schreibenden Deskriptor schließen. Und auf der anderen Seite, weil, wenn wir da hinuntergehen bis zum Else, da sehen wir, aha, der Elternprozess, der geht den lesenden Deskriptor schließen, gell? Okay, also werden wir zum Schluss was machen? Wir werden etwas vom Elternprozess zum Kindprozess übertragen, gell? Und was wird denn hier gemacht? Hier wird Folgendes gemacht. Es wird, solange das Read funktioniert, aus der Pipe gelesen. Und zwar wohin? In einen Buffer, in einen Speicher. Es wird also die Adresse eines Speichers da angegeben und es wird jeweils ein Byte gelesen. Und wenn wir da mal suchen gehen, wo wird denn der Buffer gemacht? Der Buffer ist ein Charakter, gell? Also 1 groß. Und wir gehen hier jeweils Zeichen für Zeichen auslesen. Wie lange? Solange wir etwas bekommen. Gell? Also, ja, Read, was macht ein Read? Read geht also von einem Deskriptor lesen und gibt zurück, wie viel es bekommen hat. Und solange wir etwas bekommen, gehen wir immer weiterlesen. Wenn wir nichts mehr bekommen, dann ist ein Fehler passiert oder die Verbindung wurde geschlossen. Gell? Also das ist das Read. Gell? Und Read ist eben auch ein solches Instrument, um dann binär zu lesen. Gell? Und auf der anderen Seite gibt es auch das Write, mit dem wir dann schreiben können, gell? In eine solche Pipe, gell? Oder auch ja, in ein Socket, gell? Wenn wir Netzwerkkommunikation machen. Gell? Also das sind dann die Systemaufrufe, um dann diese, mit diesen Deskriptoren arbeiten zu können. Und ja, wenn wir da, also wo sind wir gewesen? Beim Beispiel. Also, wir gehen also, solange wir etwas zum Lesen bekommen, solange das größer ist als 0, gehen wir lesen und was machen wir? Wir gehen es auf Standard Out ausgeben. Gell? Also da geht er, anstatt ein Printf zu machen, gell, sagt er, aha, ich mache breit, gell? Kann man auch machen. Gell? Und sagt, okay, wir gehen das auf diesen Deskriptor ausgeben. Gell? Was geben wir aus? Den Buffer. Und zwar wie viel? Ein Byte, gell, im Buffer. Gell, wir gehen immer eines lesen, also geben wir auch eines aus. Wenn das fertig ist, wenn wir also von der Pipe alles bekommen haben, was wir bekommen können, und die Pipe wurde dann geschlossen auf der anderen Seite, dann gehen wir zum Schluss noch was machen. Wir gehen einen solchen Zeilenvorschub, gell, also ein Linefeed ausgeben, auch 1 groß, gell, und dann machen wir was? Wir gehen unsere Pipe brav schließen und wir haben hier ein solches Exit. Gell? Okay, das ist Kind. Gell? Also Kindprozess liest also. Der Elternprozess, der muss schreiben. Was schreibt der Elternprozess? Der Elternprozess, gell, nachdem er das lesende Ende der Pipe geschlossen hat, gell, schreibt was denn? Er schreibt das, was er als Argument bekommen hat. Gell? Also der Aufruf. Der Aufruf ist einer, bei dem man also den Aufruf macht und dahinter eine Zeichenkette angeht. Und diese Zeichenkette, die wird dann in der Pipe übertragen. Gell? Und zwar gehen wir einfach her, sagen write, also schreibe, wohin, in die Pipe, und zwar in Pipe an die Stelle 1. Gell? Wir haben Pipe aus der Stelle 0 gelesen und wir schreiben Pipe in die Stelle 1. Gell? Also das ist das schreibende Ende. Und zwar, was gehen wir da? Aha, wir gehen die Zeichenkette angeben. Gell? Wir gehen in dem Fall, habt ihr gesehen, da haben wir die Adresse gebildet, gell? Aber die Zeichenkette, das ist ja schon die Adresse, gell? Also brauchen wir dieses Ampersand nicht anzugeben. Gell? So, und wie viel Byte? So viel Byte, wie die Zeichenkette lang ist. Gell? Also, deswegen gehen wir dieses Strling machen und wir gehen die Länge der Zeichenkette ermitteln. So, wir gehen dieses Write machen. Und danach gehen wir das da schließen, gell? Also unsere Pipe schließen. Gell? Und was machen wir da noch? Aha, wir warten darauf, dass unser Kindprozess dann auch zu Ende ist. Gell? Und dann machen wir Exit und Tschüss. So, das war's. Das war das Beispiel. Das Beispiel, das haben wir abgeschrieben, gell? Und da in eine Datei gegeben. Und
Ja, jetzt gehen wir mal schauen, ob es sich überhaupt kompilieren lässt, dieses Beispiel. Gell? Okay, so, wir haben rein ein Makefile geschrieben. Gell? Wir schreiben immer ein Makefile. Gell? Und ja, schauen wir mal, was passiert, wenn wir das Beispiel aus der Manpage kompilieren. Machen wir Make Clean All, gell? Alles weg und dann Make So, oh, da sind Warnings sind da. Gell? Jetzt schauen wir mal. Also, was sagt er? Er sagt, der Return treibt defaults to int. Ah, ich hätte gerne ein int. Warum? Ah, bei mir kein Rückgabewert angeben. Das müssen wir sofort ändern. Gell? Also, was gehen wir da hinschreiben? Wir schreiben ein int hin. Gell? Und da müssen wir dafür sorgen, dass wir ganz am Ende dann auch, aha, da haben wir fertig. Gell? Also, machen wir da was? Da gehen wir dann ein return 0 hinschreiben. So. Eines gelöst. Weg. Mhm. Und weitere Sachen. Also er sagt, ignoring return value von bright. Aha. Also, wir haben hier bright und bright. Oh, bright gibt etwas zurück. Geil, das könnte ein Fehler sein. Und wenn man da mal hineinschaut, geil, also bei. Also. Und zwar, das war die Zeile 34, gell? Ja, hier war das, gell? Hier bekommen wir einen Rückgabewert und der wird nicht überprüft. Und zwar, breit gibt minus 1 zurück im Fehlerfall, gell? Größer 0, wenn wir erfolgreich sind, und größer 0 wäre dann die Anzahl der erfolgreich übertragenen Bytes, gell? Und das wäre dann 1, gell? So, wenn wir das machen wollen, überprüfen wollen, dann wollen wir zumindest einen Fehler überprüfen, gell? Mal da schauen, so. Okay, also, dann fragen wir, wenn das breit kleiner ist als 0, das ist der Fehler, gell? Wenn das der Fall ist, was machen wir dann? Ja, dann gehen wir zumindest aus, dass es nicht funktioniert hat, die Übertragung, gell? Okay, also machen wir ein write error. So, und dasselbe müssen wir jetzt eigentlich hier auch machen, gell? Also wenn wir hier, wenn das da kleiner ist als 0, gell, dann müssen wir hier auch ein, ja, ein b-error und ein write error ausgeben kann. So. So. Und ja, dasselbe müssten wir dann ja auch hier machen. Gell? Also wenn dieses write da, wenn dieses write kleiner ist als 0, gell? Dann, ja, dann, so, dann B-Error, gell? Zumindest eine Ausgabe. So, schauen wir, ob wir alles richtig geschrieben haben. Aha, jetzt ist er zufrieden. Jetzt gehen wir schauen, ob es funktioniert. Jetzt rufen wir es auf. Pipe. Oh, Zeichenkette vergessen. Sagen wir Pipe, bla, bla, bla. Okay, also wir übergeben bla 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 und wir bekommen bla 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 zurück. Wer hat uns das gegeben? Gehen wir nochmal schauen. Also, wir haben also die Zeichenkette I übergeben. Und was passiert? Wir gehen also die Pipe erzeugen, also Interprozesskommunikation. Wir machen ein Fork, haben dann Eltern- und Kindprozess. Was passiert denn? Der Kindprozess, der geht lesen. Gell? Und was liest er? Er liest das, was er vom Elternprozess bekommt. Gell? Also der Elternprozess geht also die übergebene Zeichenkette, zwar die gesamte, so lang wie sie ist, an die Pipe oder in die Pipe schreiben. Gell? Also Pipe an der Stelle 1 hier. Gell? Und der Kindprozess liest aus, gell? Also liest, read aus dieser Pipe an der Stelle 0. Und das, was wir hier bekommen, das gehen wir dann auf die Standardausgabe ausgeben. Gell? Ja, das ist das Prinzip.
Und das wollen wir jetzt auch programmieren. Gell? Und zwar haben wir ja schon so ein Beispiel gehabt. Gell? Wir haben, wenn wir ja, diese Parallelisierung dieser Suche der Primzahlzwillinge da gemacht haben, am Ende mit Dateien gearbeitet. Und das wollen wir jetzt ändern. Wir wollten also dieses Programm, mit dem wir diese Primzahlzwillinge gesucht haben, so verändern, dass wir im Elternprozess die Primzahlzwillinge der jeweiligen Kindprozesse alle lesen gehen. Das ist das, was wir hier noch machen wollen. Gell? Okay, also die Primzahlzwillinge alle über die BIBE sammeln. Ja, viel Erfolg.